Gerücht Nummer zwei lautet, Kai Havertz steht auf der Streichliste des FC Chelsea. Ist das true or not true? Dieses Gerücht ist not true. Ja, man muss sagen, man tut Kai Havertz auch ein bisschen Unrecht, wenn man ihn in eine Reihe mit Hakim Ziyech oder auch Christian Pulisic stellt, die der FC Chelsea tatsächlich loswerden möchte. Das muss man so sagen. Bei Kai Havertz ist es eine andere Situation. Nicht zuletzt wieder durch ein Kopfballtor Chelsea gerettet. Er ist ein Spieler, auf den der Verein durchaus baut. Allerdings muss man sagen, er ist auch einer der wenigen Spieler, der wirklich Ablöse generieren könnte. Und sein Vertrag, ja, der läuft bis zu 25. Das heißt, im Sommer wird man sich tatsächlich zusammensetzen müssen, um zu besprechen, geht es denn weiter und wird Kai vielleicht einen neuen Vertrag bei Chelsea unterschreiben? So ist man im Moment immer so mit den Verträgen. Es sind nach 2 Jahren, wird es immer ein bisschen gefährlich, wenn der Verein sagt, okay, nächstes Jahr kann er es dann fast schon absitzen. Deshalb ist auch Chelsea interessiert, da eine Lösung zu finden. Aber nein, auf der Streichliste steht er nicht. Dass er vielleicht aber im Sommer wechselt, wenn man sich nicht auf eine Zukunft einigen kann, kann ich mir vorstellen, es gibt Interessen aus der Premier League und auch Real Madrid, Barcelona immer interessiert an Kai Havertz. Von dem her wird es nochmal spannend, aber Streichliste, das würde dem Ganzen nicht gerecht.